Worum geht's eigentlich bei NIR? Zuallererst, NIR ist eine Layer 1 Blockchain wie Ethereum. Auf NIR bauen Entwickler Projekte für den DeFi, NFT oder den sozialen Bereich auf. NIR stellt also nicht nur eine Basis-Blockchain, sondern auch eine Plattform für Entwickler. Und diese Plattform ist dezentral. Was heißt das? Dezentral heißt, dass kein zentrales Unternehmen wie Meta, Google oder eine Bank die Inhalte auf NIR besitzt. Meta könnte jederzeit Inhalte auf Facebook sperren, Google könnte jederzeit deine Daten übers Internet sammeln, eine Bank könnte jederzeit dein Konto einfrieren. NIR wird dagegen gemanagt von der Community. Eine unabhängige Gemeinschaft aus Entwicklern und ganz unterschiedlichen Menschen kümmert sich um die Verwaltung und die Weiterentwicklung des Ökosystems. Diese Gemeinschaft mit allem Drum und Dran nennt sich NIR Kollektiv. Eine eigene Foundation unterstützt das Projekt dabei finanziell. Über 5 Jahre soll sich die Schweizer Foundation während des Bärenmarktes über Wasser halten können. 2 Gründer haben NIR ins Leben gerufen. Der eine ist Alexander Skidanov. Er holte sich 2008 die Goldmedaille beim ACM-ICPC ab. Das ist ein internationaler Programmierwettbewerb für Studenten. Vor NIR arbeitete Alexander für Technologiegiganten wie Microsoft oder Singlestore. Singlestore bietet Kunden wie Disney oder Goldman Sachs Datenbank-Management-Lösungen an. Der 2. Gründer heißt Ilya Polosukhin. Ilya war 3 Jahre lang technischer Manager bei Google Research. NIR ist ziemlich schnell gewachsen. Obwohl NIR erst 2020 live ging, befindet sich das Projekt mittlerweile unter den Top 50 Projekten mit über 22 Millionen Accounts und 600.000 monatlich aktiven Nutzern. Innerhalb eines Jahres verzehnfachten sich die Projekte von 100 auf 1000 Stück. Doch der Markt ist hart umkämpft. Zu viele Netzwerke, Ethereum, Solana und Co., die wollen alle das Gleiche. Das super Netzwerk für all diese D-Apps und deren Millionen von Nutzern werden. Wir müssen uns daher nicht fragen, was NIR auch macht, sondern was macht NIR anders als die anderen? Ich finde NIR vom Lösungsansatz hier ziemlich technisch. Um das Projekt jetzt also ein bisschen besser einzuschätzen, hilft uns vielleicht folgendes Szenario. Visa ist eines der größten Unternehmen für Zahlungskarten. Der Konzern zählt über 3,4 Milliarden Karten und hat ein gesamtes Transaktionsvolumen von 11,5 Billionen Dollar. Über dieses Visa-Zahlungsnetzwerk, das VisaNet, wird also eine Menge Geld durchgeschleust. Und jetzt stell dir vor, es gäbe heute kein VisaNet. Alles an Transaktionen müsste allein über das Ethereum-Netzwerk laufen. Und jetzt du holst dir für 2 Euro eine Pizza aus dem Supermarkt, du hättest sowas wie eine ETH-Kreditkarte, mit der du jetzt bezahlst. Was passiert? Zunächst, du müsstest ja an der Kasse warten. Nach ein paar Minuten wird der ein oder andere hinter dir ungeduldig werden. Klingt das für dich entspannt? Dann müsstest du dich damit anfreunden, dass deine 2 Euro auf dem Weg verloren gehen könnten, weil technisch irgendwas hinkt. Ich habe mir ehrlich gesagt beim Zahlen nie Gedanken gemacht, wie eine Kreditkartenzahlung technisch funktioniert. Mir reicht zu wissen, dass sie funktioniert. Was du hier siehst, ist der Ablauf einer Kreditkartenzahlung im VisaNet. Ziemlich aufwendig, oder? Und dann die Kosten. Für jede noch so kleine Transaktion, selbst für eine 2 Euro Pizza, müsstest du Gebühren bezahlen, je nach Netzwerkauslastung. Mal 5 Euro, mal 3 Euro, das steht dann alles auf deinem Kassenbon. Solche Gebühren betreffen nicht nur Endnutzer wie mich, sondern auch Entwickler im Netzwerk, die Projekte programmieren müssen. Ist das nutzerfreundlich, frage ich mich, ist das entwicklerfreundlich? Finde ich nicht. Und aus diesem Grund wurde NIR entwickelt. NIR möchte, dass Nutzer Blockchain-basierte Projekte wie D-Apps möglichst schnell und einfach anwenden können. Das ist das, was du als Nutzer auf dem Handy oder dem PC siehst. NIR verwendet dafür zum Beispiel ein anderes Kontomodell als Ethereum. Das Konto hat einen Namen, den ein Mensch lesen kann. Anders als bei Ethereum, wo die Adressen kryptografisch gar nicht zu lesen sind. Nutzer können ihrem Wallet außerdem neue Schlüssel, neue Keys hinzufügen, so als würdest du dein Passwort für deinen Social-Media-Account ändern. Dann bietet NIR auf Infrastrukturebene lauter Werkzeuge für die Entwickler an. Vertraute Programmiersprachen tragen dazu bei, die App-Entwicklung zu beschleunigen. Damit all diese Millionen Nutzer die Apps reibungslos anwenden können, muss die NIR-Blockchain ganz schön viel stemmen. Der systemeigene Token NIR treibt dabei die gesamte Blockchain an. NIR wird für Transaktionen und das Abspeichern von Daten verwendet. Der Token sichert das Netzwerk als Staking-Token ab und verleiht Inhabern von den Token Mitverwaltungsrechte, sogenannte Governance. Um das Netzwerk zu skalieren, also die Kapazitäten zu erweitern, setzt NIR wie Ethereum auf die Methode des sogenannten Shardings. Beim Sharding
werden große Datenpakete auf viele, viele kleine Datenportionen aufgeteilt, sodass sich die geballte Rechenlast von der Hauptkette auf mehrere Seitenketten verteilt. Ethereum führt Sharding erst im nächsten Upgrade ein. Bei NEAR heißt dieses spezielle Design Nightshade und funktioniert anders als das Sharding bei Ethereum. Bei Nightshade, ganz kurz, werden mehrere Transaktionen parallel über mehrere Shardketten verarbeitet. Die Anzahl der Shardketten passt sich dabei dynamisch an die Nutzernachfrage an. Angeblich könnte NEAR dadurch in Zukunft bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde abfertigen. NEAR möchte außerdem möglichst viele Querverbindungen zu anderen Ökosystemen schaffen. Das Aurora-Protokoll bietet Anschluss zum Ethereum-Netzwerk. Entwickler können ihre DApps von Ethereum auf NEAR übertragen. Auf NEAR laufen dann diese DApps viel schneller und mit weniger Gebühren. Die Transaktionsgebühr beträgt bei NEAR aktuell 0,01 US-Dollar. Über die Rainbow Bridge können ERC-20-Tokens direkt zwischen Ethereum und NEAR ausgetauscht werden. Und das Octopus-Netzwerk verbindet NEAR mit dem Ökosystem von Polkadot und Cosmos. Alles damit der Austausch zu anderen Netzwerken flutscht. Geht diese Strategie auf? Welche Projekte und Partner setzen auf NEAR? Das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Der Partner Travalla setzt auf NEAR. NEAR-Token-Inhaber können über die Reiseplattform ihr Hotel oder einen Flug buchen. Grupo Nodresa setzt auf NEAR. Das ist einer der wichtigsten Lebensmittelverarbeiter in Kolumbien in Südamerika. Das Unternehmen möchte eines der ersten offenen Treueprogramme auf NEAR aufbauen. 1 Million Nutzer soll dieses Programm erreichen. Mit dem NEAR-Kontomodell, was ich dir vorhin so grob beschrieben habe, können Kunden sich einfach mehrere Konten zulegen. Damit sparen die sich das Anmelden an unterschiedlichen Plattformen. Nodresa wurde 2021 übrigens 2 Jahre in Folge zum nachhaltigsten Lebensmittelunternehmen der Welt gewählt, laut der Dow Jones Sustainability Indizes. 2022 kam es zu einer Kooperation zwischen NEAR und Google Cloud. Der Konzern bietet technischen Support für die Stipendiaten von NEAR an, um deren Web3-Startups zu beschleunigen. Dann Sweat Economy. Diese Web2 Move-to-Earn-Plattform bietet eine der weltweit beliebtesten Fitness-Apps an und zählt über 120 Millionen Nutzer in der Sweatcoin-App. Im September 2022 dehnte das Unternehmen seine Web2-Plattform auf Web3 aus. Es kam zum bisher größten Airdrop überhaupt, bei dem der eigene Sweat-Token an 13,5 Millionen Token-Inhaber ausgeschüttet wurde. Die Sweat-App war in mehr als 50 Ländern die Nummer 1 Finanz-App. Sweat baut auf NEAR auf. Durch die Kooperation wuchs die Nutzerzahl des NEAR-Wallets innerhalb von kürzester Zeit auf über 20 Millionen an. Übrigens, für 2023 plant die NEAR Foundation, weitere Partner vor allem aus dem Sport- und Unterhaltungssektor an Land zu ziehen. Diese Bereiche setzen bereits heute schon stark auf Krypto- und NFT-Anwendungsfälle wie Tickets oder Sammlerstücke. Weitere Anwendungsbeispiele findest du auch in meinem Video zu Krypto und Sport. Im NEAR-Ökosystem befinden sich aktuell über 1000 Projekte, hauptsächlich aus dem DeFi, NFT und Gaming-Bereich. Die Partnerschaft zwischen Aurora und dem Unternehmen Consensus bindet zahlreiche Ethereum-freundliche Projekte wie MetaMask auf NEAR ein. Das Infrastrukturprojekt The Graph, aktuell ebenfalls unter den Top 50 Projekten, ist ebenfalls integriert auf NEAR. NEAR und der Partner Circle gaben im Herbst 2022 bekannt, den bekannten Stablecoin USDC auf NEAR zu bringen. Geplant ist, dass der Stablecoin 2023 live geht. Und dann siehst du hier weitere Infrastrukturpartner von NEAR. Storage-Partner helfen, all die ganzen Daten, welche die D-Apps produzieren, dezentral abzuspeichern. IPFS zum Beispiel ist ein sehr bekanntes Datenspeicherprotokoll, das Protokoll Labs entwickelt hat. Protokoll Labs hat auch Filecoin ins Leben gerufen. Mehr dazu findest du nochmal in meinem Video zu Filecoin. Ich habe dir den Link unten angepinnt. Sogenannte Oracle-Partner helfen Projekten auf NEAR, damit diese auf möglichst zuverlässige Marktdaten zugreifen können. Und zu guter Letzt arbeitet NEAR mit institutionellen Partnern zusammen, die sich um die Tokenverwahrung kümmern. BitGo zum Beispiel bietet Wallet-as-a-Service-Lösungen für Exchanges oder Großinvestoren an. Unter den unterstützten Staking-Coins befindet sich auch NEAR. Alles in allem könnte man sagen, der Plan Keep It Simple ging bisher auf.
Das Jahr 2023 wird interessant. Mir plant, den Schritt weg von dieser Layer 1 Blockchain zu gehen in Richtung Blockchain-Betriebssystem. Dieses Operating System soll als ein einheitlicher Rahmen Anwendungen, soziale Netzwerke und Entwicklertools unter einem Dach vereinen. Das wäre ein weiterer Meilenstein in Richtung Anwenderfreundlichkeit. Momentan sind über 200 Validatoren aktiv. Hier siehst du jedoch, dass der Validator 1 bis 8 noch über 33% Anteil der gestakten NIR haben. Diese Anteile sind zu viel, das ist noch zu wenig dezentral. Auch die Hardware-Voraussetzungen sprengen zumindest mein technisches Verständnis, um auf die Schnelle selbst eine Node zu betreiben. Der Mindest-Staking-Betrag beträgt laut Explorer aktuell 25.000 NIR, was bei einem aktuellen Preis rund 60.000 Euro entspricht. Die Dezentralität ist noch ein bisschen ausbaufähig also. Seit 2022 arbeitet NIR jedoch daran. Über sogenannte Chunk-Only-Producer wird die Validatorenanzahl angehoben. Zugleich wurden die technischen Voraussetzungen für solche Knotenbetreiber reduziert. Ein guter Weg, der einfach noch ein wenig Entwicklungszeit braucht. Ebenso müssen wir mit der Zeit herausfinden, wie sich dieser NIR-Token verhalten wird, also die NIR-Tokenomics. Der NIR-Token unterliegt einer aktuell konstanten 5%igen Inflation. Diese Rate könnte jedoch über die Jahre nach unten abflachen. Und zwar, wenn wir annehmen, dass das Ökosystem wächst und mehr Tokens durch die Transaktionsgebühren vernichtet werden. Ich persönlich tue mir noch ein bisschen schwer, das NIR-Ökosystem im Markt eindeutig zu positionieren. Aktuell setzt NIR stark auf DeFi, Gaming und Loyalitätsprogramme. Es braucht weitere Partner aus der herkömmlichen Welt, die NIR näher an den Endverbraucher bringen. Der Endverbraucher bräuchte wiederum eine klare Marketingstrategie. Denn angenommen, ich hatte vorher nie mit Krypto was am Hut, würde ich von NIR heute gar nichts mitbekommen, außer ich lade mir eine Fitness-App wie Sweat herunter und komme so indirekt auf NIR. Alles in allem, ich finde es gut, dass NIR Community-Projekte fördert und dabei die passende Plattform bereitstellt. Ich hoffe, dass NIR uns damit das Web3 näher bringen wird und am besten so einfach wie möglich.